Servus und willkommen zu einer neuen Folge Super Meat Boy. Ja, endlich geht es los mit den täglichen Folgen, täglich 15 Minuten Super Meat Boy habe ich mir jetzt vorgenommen. Ich hoffe, dass ich das so durchziehen kann und ich hoffe natürlich, dass ihr diesen Weg mit mir bestreiten werdet und beschreiten werdet vor allem. Ja, in der Light World hier fehlen uns noch einige Bandagen. In Light World Nummer 4 fehlt uns eine Bandage, in Light World Nummer 7 fehlt uns eine Warp Zone, in Light World 11 fehlt uns eine Bandage und in Light World 18 fehlt uns auch eine Bandage. Ja, ich würde sagen, wir haben einiges zu tun und bevor ich jetzt hier ewig rumquatsche, sollten wir direkt mal anfangen mit Light World 4, sehe ich hier. Sehr gut. Schauen wir mal, ob wir da die Bandage direkt finden. Ich habe mich wieder nicht umgesehen, wo sich die Bandagen befinden. Oh fuck, das war diese Bandage, ne? Wie soll ich das holen, Freunde? Das ist krank. Das müssen wir mit irgendeinem anderen Charakter machen. Charakter wechseln. Eventuell mit Fly Wrench. Das wäre doch eventuell mal eine Überlegung wert. So sollte ich das natürlich nicht machen. Na, so geht das auch nicht gut. Na, an Fly Wrench muss ich mich auf jeden Fall noch gewöhnen. Der ist ja doch noch eine Ecke krasser. Okay, das hat hingehauen. Nein, das war doof. Ich war schon oben, ich Idiot. Aber okay, das ist machbar. Das ist absolut nicht schwer. So, alles klar. Da bleibt Fly Wrench stehen. Nein! Jetzt habe ich mich da mit dem Kopf angehauen. Wahnsinn. Okay. Das sollten wir aber schaffen. Oh, verdammt. Ich sollte vielleicht an der Kante stehen bleiben. Die ist, glaube ich, sogar extra für Fly Wrench gemacht, die Kante da. Sieht zumindest stark danach aus. Okay, da muss ich ein bisschen früher... da muss ich ein bisschen früher abspringen. So, genau. Da stehen bleiben. Einmal runter und einmal hochziehen. Warum mache ich das nicht? Also schwer ist das definitiv nicht, aber ja, man muss ein bisschen klüger sein als ich. Ich bin ja so ein Dummhans, was solche Spiele angeht. Okay, Konzentration. Concentration, Sinan. Concentration. Okay, stehen bleiben. Alles klar. Oh, Sinan, was tust du? Puh. Puh, puh, puh. Puh, puh, puh. Ganz ruhig, ganz ruhig. Okay, oben aus der Map dürfen wir auch nicht raus, so wie es ausschaut. Wobei das eventuell sogar alles ein bisschen vereinfachen würde. Okay. Tatsächlich. Komme ich da bitte durch? Oder ist das ein bisschen zu eng? Das ist sogar tatsächlich zu eng, so wie es ausschaut. Na, da komme ich auch nicht durch. Komme ich hier durch? Nein. Okay. Wow, das war sogar die kaputte Manage Girl. Yeah, baby. Okay, 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 okay. Okay. Light World 4 kann ich hier schon mal wegstreichen. Sehr gut. Wir haben es tatsächlich freigeschaltet. Die Frage ist, ob wir das jetzt probieren. Okay, schaut machbar aus. Schaut machbar aus. Oh, das ist natürlich hier mit den Raketen ein bisschen... Okay, das wird wehtun, Freunde. Das wird definitiv wehtun. Nee, ich bin zu blöd dafür. Seriously. Also an diesen Bonusleveln etc. werde ich mir sicher die Zähne ausbeißen. Okay. Das lassen wir direkt mal sein. Wir gehen jetzt in Light World 7 und holen uns die Warp Zone. Beziehungsweise würde uns in Warp Zone 5 würden uns hier zwei Bandagen fehlen. Probieren wir das mal. Probieren wir das einfach mal. Super Meat Boy Ghetto. Yeah, baby. Boah, die Musik ist wieder geil. Ach, das war diese Warp Zone. Oh, ich erinnere mich. Da, wo ich ums Verrecken nicht drangekommen wäre. Nee, seriously. Wie machen wir das? Nee, da kommen wir nicht hin, Freunde. Da kommen wir nicht hin. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Ich probiere das jetzt nochmal. Ich probiere das jetzt nochmal. Wir können hier mit keinem anderen als Super Meat Boy spielen, oder? Also Fly Wrench oder so fällt wohl flach. Schauen wir mal, Charakter wechseln. Die Charakterauswahl deaktiviert, okay.
frag mich ernsthaft, wie das klappen soll. Nee, eventuell von der Seite aus, dass wir da ein bisschen höher kommen. Glaube ich zwar nicht. Ma, da kommt man... Boah, das ist so heftig. Aber mir fehlt da inzwischen auch einfach noch ein bisschen die Übung. Okay. Wir lassen diese Warp-Zone. Wir gehen zu Light World Nummer 7 und schalten da die Warp-Zone frei. Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Glück. Müssen wir mal gucken. Hm. Oh, ich erinnere mich hieran. Na, das wird nicht genau. Wir nehmen da direkt einen anderen Charakter. Zum Beispiel Fly Wrench. Okay. Nee, das ging vorhin irgendwie ein bisschen besser. Nee, das haut so auch nicht hin. Okay. Müssen wir mal gucken. Nee, da hätte ich mich ein bisschen hochziehen müssen. Nee, das war auch nichts. Okay, aber das schaffen wir. Das ist absolut machbar. Hoppala. So natürlich nicht. Na, da vielleicht gegen das Salz sollte ich nicht unbedingt springen. Aber die Warp Zone, die kann man schon bekommen. Nee, so war das nix. Da muss ich mich noch ein bisschen mehr beeilen. Das wird ekelhaft werden. Das wird ekelhaft werden. Na, warum bin ich da jetzt nicht rübergekommen? Nein! Okay. Ich muss da irgendwie... Ja gut, die Warp Zone ist weg. Hm. Die ist nicht lange da. Die ist definitiv nicht lange da. Warum flattert denn Fly Wrench manchmal nicht so extrem gut? Manchmal flattert er sehr, sehr gut. So, okay. Nein, jetzt ist die Warp Zone weg. Okay, das muss beim ersten Mal klappen. Alles klar. Das muss beim ersten Mal klappen. Nee, das war wieder nicht gut. Das war nicht gut. Vielleicht sollten wir das auch mit Okmo probieren. Ich habe keine Ahnung. Nee, das haut so nicht hin. Warum geht das denn nicht? Nein! Hm, also Okmo sage ich schon. Fly Wrench ist in Höhe gewinnen jetzt nicht unbedingt der King der Nation. Okay, wir haben sie bekommen. Tatsächlich. Eieiei. Jetzt muss ich mal gucken. Warp Zone 7 würden uns sogar auch zwei Bandagen fehlen. Okay, Jetzt haben wir zumindest mal die Warp Zone bekommen, das kann ich mir hier direkt mal wegstreichen. Level 7 Warp Zone, sehr schön. Bitte was? Okay. Wie? Ich bin da ein bisschen blöd. Nee, so haut das nicht hin. Wie mache ich das denn? Wie mache ich das denn am besten? Okay. Nee. Hm, da bin ich ein bisschen blöd irgendwie. Na, das könnte hinhauen. Wie habe ich das jetzt gemacht? Nee, ich darf nicht so. Ich muss quasi von oben drauf fallen. Das ist, jetzt muss ich das nochmal ausprobieren. Ich habe da so eine kleine Taktik, die ich aber nicht weiß, ob ich die umsetzen kann. Nee. Ich muss so leicht von oben drüber fallen und dann schon beim Runterfallen genau so halb, aber noch ein bisschen besser. Na, da unten habe ich die Kante noch erwischt. Okay, das wird knackig werden, Freunde. Das wird richtig knackig werden. Kranker Scheiß. Nee. Wie soll man das schaffen? Das ist, Nein. So haut das nicht hin. Also irgendwie mache ich da noch einen kleinen Fehler. Einmal probiere ich es noch und ansonsten holen wir erstmal die anderen Bandagen in den Leveln hier. Dass wir wirklich die krankesten Sachen ganz zum Schluss uns aufheben. Nein! Okay, so kann man das natürlich auch machen. Das war, glaube ich, gar nicht mal so dumm. Okay. Das kann hinhauen. Na, das war blöd, dass ich jetzt hier alles kaputt gemacht habe.
Und jetzt auch noch in die Säge. Okay, wir machen es nochmal. Ich habe es verstanden. Ich muss von unten dagegen springen. Das probieren wir jetzt einfach nochmal. Okay. Das ist easy. Das ist wirklich nicht schwer. Gibt es hier eine Bandage? Nein. So, wo gibt es jetzt die zweite Bandage? Das ist jetzt wahrscheinlich voll das ekelhafte Level. Okay, das ist das Ganze nochmal rückwärts. Okay. Quasi das Identische, was wir auf dem Hinweg gemacht haben. Machen wir das hier noch kaputt? Machen wir vielleicht sogar das hier noch kaputt? Nein! Eine Bandage haben wir aber bekommen. Okay. Boah, ich versuche das jetzt nochmal. Mich hat da jetzt der Ehrgeiz gepackt. Gut, die eine Bandage hier brauchen wir nicht mehr. Das ist sehr, sehr schön. Da sollte ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. So, alles klar. Das ist machbar, Freunde. Das ist definitiv machbar. Na, so sollte ich das vielleicht nicht machen, aber die Sprünge im zweiten Level sind eigentlich auch nicht schwer. Genau, das ist einfach. Gut, vielleicht machen wir einfach den Rest dieser Folge einfach diese Warp Zone. Nein, Sinan, du sollst doch nicht so weit springen. Ich muss auf jeden Fall noch einen Ticken weiter runterrutschen. Ich glaube, dass die Bandage sitzt auch noch einen Ticken tiefer. Fuck you. Welche war das jetzt? Warp Zone 7, 2 Bandagen, oder? Tatsächlich, Warp Zone 7, 2 Bandagen. Dann kann ich das hier auch wegstreichen. Alles klar. Dann haben wir schon ein wenig was geschafft hier, auf jeden Fall. Würde ich sagen, gehen wir in die Light World 11. Da fehlt uns auch noch eine Bandage. Mit Meat Boy natürlich. Bei 70 wird, glaube ich, wieder ein Charakter freigeschaltet. Jetzt muss ich nur mal gucken, wo die Bandage sich befindet, weil ich habe keinen blassen Schimmer. Wo ist die Bandage? Ach, die ist da hinten, okay. Komm ich da vielleicht, kann ich da vielleicht durch die Sägeblätter durchspringen? So quasi. Na, jetzt habe ich die... Boah. Aber okay, so ist das machbar. Das hat definitiv keinerlei Schwierigkeit. Okay. Das ist halt ekelhaft... Na, das ist halt ekelhaft, da die Bandage zu treffen. Das ist aber eigentlich nicht sonderlich viel schwieriger, als hier durch die zwei Sägeblätter durchzukommen. Nee. Ich glaube, das mache ich wieder wie vorhin, dass ich da einfach nochmal kurz warte. So ging das nämlich ganz gut, genau. Okay. Das Problem wird jetzt wahrscheinlich sein, dass die Sägeblätter zurückkommen. Sobald sie auf der anderen Seite fertig sind. Nee, tun sie nicht. Okay, die Bandage war einfach. Light World 11, easy going. Dann gehen wir noch ganz fix in Light World 18. Da fehlt uns auch noch eine. Ja, das brauchen wir uns nicht anschauen. Oh, du hast Runland freigeschaltet. Sehr gut. Ja, eigentlich möchte ich nicht hierhin, sondern zurück zur Karte. Dankeschön. Light World 18 fehlt uns. Fehlt uns in Warp Zone 16 noch was? Nee, das war Jumpman. Okay, da schaltet man nun Charakter frei. Dann Light World 18. Mal gucken. Ja, einmal mit Meat Boy. Ja. Wo ist denn hier eine Bandage? Okay, die Bandage ist da oben. Das ist, glaube ich, sogar mit irgendeinem anderen Charakter einfacher machbar. Ja, dafür nehmen wir irgendwas anderes. Charakter wechseln. Vielleicht nehmen wir da mal wieder Fly Wrench, oder? Der Fly Wrench ist eigentlich extrem gut. Ich mag ihn. Fly Wrench ist ein guter Junge, okay. Vielleicht sollte ich auch darauf achten, dass hier... Naja gut, ich muss natürlich ein bisschen nach links springen, um mit Fly Wrench was zu reißen. Das war nicht so klug. Okay. Jetzt muss ich natürlich darauf achten, wie ich da hochkomme. Da komme ich aber, glaube ich, von oben ran.
Okay, das hat nicht hingehauen. Hm, vielleicht von der anderen Seite aus? Ich weiß es nicht. Ah, tatsächlich, da komme ich von oben ran. Darf ich jetzt natürlich nicht zu weit hin? Okay. Alles klar, damit haben wir die Bandage hier auch geschafft. Also wenn man mal so ein bisschen rumprobiert, ist das eigentlich gar nicht so schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Meat Boy macht mir gerade wieder richtig Spaß, muss ich ehrlich sein. Ja, dann würde ich sagen, zurück zur Karte. Haben wir heute wieder ordentlich was geschafft. Uns fehlen die zwei Bandagen in der Warp Zone Level 5 von der Light World, da rechts oben. Und ansonsten fehlen uns doch drei Bandagen. Genau, dann kommen wir insgesamt auf 5 Bandagen in der Dark World. Alles klar, dann würde ich sagen, danke fürs Zugucken und wir sehen uns dann morgen Abend wieder um 20 Uhr. Bis dahin, tschüssi!